Hallöchen und willkommen hier zu einer neuen Folge RimWorld. Und sorry, wenn ich auf eure Kommentare noch nicht geantwortet habe, aber wir sind immer noch in Köln auf der Gamescom unterwegs. Das Video ist also quasi vorproduziert am Sonntagabend, beziehungsweise ist ja eigentlich schon Montagmorgen um 4.44 Uhr. Ja, ich mache extra Sonderschichten für euch, damit ihr dann halt wirklich gute Videos sehen könnt die Woche über und nicht irgendwie warten müsst, bis wir da sind. Deswegen etwas, ein bisschen, was die Kommentare angeht, ja, schleift es gerade etwas, aber keine Sorge, ich werde die auf alle Fälle lesen, wenn ich wieder da bin oder wenn wir wieder da sind, dann werde ich auch darauf eingehen bei den nächsten Videos. Ich habe gerade mal gesehen, ich habe mal in der Aufnahmepause geschaut, was hier, oder wie es mit den Pfeilen funktioniert. Und zwar braucht man jemanden, der Träger ist. Also ich bin ja echt davon ausgegangen, dass hier vorne mit Schalter irgendwas zu tun hat, aber nein, es ist tatsächlich Träger, denn wenn man hier drauf geht, steht tatsächlich auffüllbare Gebäude auffüllen, Fallen reaktivieren. Das habe ich tatsächlich nicht gewusst. Von daher einfach mal, ja, falls ihr es jetzt schon geschrieben habt in die Kommentare, während ich nicht da war, sorry dafür, dass ich das quasi jetzt, ich erfülle es jetzt schon alleine oder ich habe es jetzt gerade schon alleine ausgesucht, ging einfach nicht anders, aber auf jeden Fall schon mal danke, falls ihr es in die Kommentare geschrieben habt. Und es scheint irgendwie, glaube ich, noch einen Bug zu geben, wenn man hier irgendwie das Auto reaktivieren direkt vorher anklickt, dann, dann ist es verbuggt irgendwie, dass sie nicht automatisch sich auffüllen, wenn die hier schon mal einmal am Boden liegen und man es dann aktiviert, das Auto reaktivieren, dann muss man es erst einmal kurz hier anklicken. Und ich muss mal ganz kurz noch was erledigen und zwar brauchen wir hier Zonengebiet, Arbeitsgebiet erweitern, Gebiete verwalten und zwar neues Tiergebiet. Ich nenne das mal eben, nehmen wir das mal Innenhof oder so. Denn ich habe das Problem, dass wir irgendwie hier, oder dass die Viecher die ganze Zeit rausrennen. Das will ich natürlich nicht. Das reicht, wenn sie sich hier in dem Bereich aufhalten und vor allen Dingen auch, ja, ich meine, bis hier oben können die schon hingehen. Das ist auch nicht das Problem. Und natürlich auch hier in diesem Bereich brauchen wir was zu fressen und da ist das auch nicht das Thema. So, dann können wir jetzt natürlich hier entsprechend Tiere zuweisen in Innenhof. Alles klar. Kartoffeln muss ich jetzt natürlich erstmal irgendwie so ein bisschen retten, denn es läuft gerade. Achso, der reaktiviert gerade die Falle. Forsch, nee, du darfst gleich mal priorisieren, Kartoffeln tragen. Zellien, du darfst auch Kartoffeln tragen. Zellen ist kein Träger, warum? Ach so, weil das hier nicht aktiviert wurde. Ja, nee, ist klar. Gut, dann machen wir das wieder an. Bergarbeiter einmal hier. Das können wir vielleicht noch deaktiviert lassen. Okay, so. Zellen einmal bitte tragen. Denn es hält nicht mehr so lange, das ganze Zeug. Und wenn die Haltbarkeit auf 0 sinkt, dann sind die Stapel halt weg. Man sieht, hier unten ist gerade eins verschwunden. Liegt einfach daran, dass ich jetzt schon wesentlich mehr produziert habe, als ich eigentlich brauche. Man sieht, das Lager ist ja schon ganz gut voll. Ich werde auf jeden Fall auch mal hier anfangen, das zu erweitern. Vielleicht mal irgendwie so, dass wir einfach wesentlich mehr Kühlraum noch haben. So, Daya, nein, du kannst direkt mal gleich wieder loslegen. Was haben wir denn hier? Also, das Lagergebiet hier drüben ist natürlich auch noch nicht so weit. Das wird noch weiter gebaut auf jeden Fall. Wir könnten es rein theoretisch natürlich auch draußen bauen. Hier so vielleicht hin. Ich habe ja eh gesagt, dass ich, ich weiß gar nicht, ob ich das beim letzten Mal schon erwähnt habe. Ich wollte eigentlich hier so den Essbereich machen, aber das ist zu schmal, denke ich mal, weil hier auch noch irgendwie das Krankenlager hin sollte. Das passt aber hinten und vorne nicht. Und vielleicht sollten wir den Essbereich hier machen. Und die Krankenstation halt hier oben hin. Ich glaube, das könnte ganz gut passen, denn wir brauchen ohnehin ein paar mehr Krankenbetten. Und die könnten rein theoretisch direkt vom Kühlraum her die Nahrung holen, ohne dass sie die ganze Zeit vergammelt oder so. Quasi direkt von der Ecke aus einmal hier rum. Bin gerade überlegen, wie machen wir das am besten. Könnten vielleicht 4x4 machen. Ja, das reicht nicht ganz, schade. Moment, machen wir das mal so. Müssen wir halt hier hinten entsprechend den Bereich etwas
ändern. Also hier irgendwie noch was ranbauen, weil ich weiß ehrlich gesagt nicht, wenn die Gegner ankommen, ob die merken, dass sie hinter dem Felsen irgendwie Gebäude sind. Das weiß ich tatsächlich nicht. Achso, Moment, einmal so und einmal so. Wobei natürlich die Frage ist, brauche ich denn eigentlich noch mehr? Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6 Wohneinheiten. Das ist vielleicht auch zu wenig, glaube ich. Ne, ich glaube, dann machen wir das anders. Dann machen wir hier einfach vielleicht noch eine Wohneinheit hin. Ah, das geht natürlich nicht. Okay, dann haben wir jetzt 8 Wohneinheiten plus, also je nachdem, wenn halt irgendwo einer mit einer Freundin drin wohnt oder Freund oder was auch immer, dass dann natürlich entsprechend wir nur eine Wohneinheit brauchen. Aber das werden wir dann sehen. So, dann haben wir noch Wohneinheiten. Dann können wir rein theoretisch den restlichen Bereich hier oben, ich weiß ja gar nicht, was wir hinbauen. Werden wir mal gucken. Na, wie geht's denn eigentlich unserem Gefangenen hier? Bedürfnis, starke Schmerzen. Wann wird es aufhören? Was hat er denn für ein Leiden? Ach, Moment. Moment, immun gegen Infektion. Okay. Gut, also scheinbar ist jetzt irgendwie der Charakter immun gegen Infektionen. Das ist natürlich gar nicht so schlecht, denn es wird sicherlich das eine oder andere Mal vorkommen, dass es sich das nochmal ergibt. So, priorisiere Kräutermedizin. Ich bin immer gespannt, ob der gute Flint noch irgendwann mal bei einer Frau landet hier. Irgendwie hat er ja gerade aktuell ein Problem mit den Mädels in der Kolonie. Die sind etwas tougher und der kann einfach nicht mithalten. Spielt Schach. Nee, Schach sollst du gerade nicht spielen, Freundchen. Du kannst mal hier direkt die Falle aktivieren, falls wieder neue Feinde kommen, dass wir vorbereitet sind. Und ich habe ja beim letzten Mal hier so diese Lagerzone gebaut für Waffen und sowas, aber leider hat noch keiner irgendwas hingetragen. Oh. Ruht sich mit anderen aus. Ah, okay, jetzt geht's los quasi. Also fängt an rumzutragen. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir das vielleicht beim nächsten Mal verkaufen, wenn wir irgendwie Händler treffen. Oder generell überhaupt mal verkaufen. Ich weiß ja nicht, wann die eigentlich mal Händler kommen. Müssen wir da mal gucken. Und der verarbeitet schön noch hier das ganze Zeug. Der gute Koch. Wie viel Skill hat er denn eigentlich schon? Der gute Flint. Ganz kurz schauen. Charakter. Kochen. 8 Punkte. Ja, okay, das ist in Ordnung. Er kann ruhig tonnenweise Essen herstellen. Das macht ja nichts. Ich meine, wenn was vergammelt, dann ist es halt so. Aber im Prinzip sind wir doch schon ganz gut vorbereitet. Wahrscheinlich, wenn hier irgendwas explodiert und anfängt zu brennen, habe ich ein Problem. Das ist alles Geschichte. Aber naja. Aber so richtig Waffen trägt sie jetzt auch nicht hin und her. Trägt Kartoffeln zum Lagerplatz. Schweinehaut. Okay, aus dem Lager geholt. Und jetzt erstmal was direkt essen. Sehr schön. Stahl. Okay, der ganze Stahl wird jetzt mal hin transportiert. Das sollte also nicht das Problem sein. Ansonsten müssen wir natürlich gucken, dass wir insgesamt so die Sachen mit Haltbarkeit, also quasi Waffen und Rüstung und so ein Zeug und Medizin oder halt auch hier Essen, dass wir das irgendwo unterbringen, wo es halt sicher ist, vor Witterungsbedingungen. Irgendwie habe ich so ein bisschen das Problem, dass es gerade etwas leckt. Ich weiß nicht warum. Kann durchaus sein, dass es daran liegt, dass ich gerade im Hintergrund noch ein Video rendere. Durchaus möglich. Ist auch sehr wahrscheinlich, glaube ich. Aber es geht halt einfach nicht anders, weil wir schaffen das halt sonst nicht mit der Vorbereitung quasi. Ja, man sieht es ab und zu mal so Mikroruckler. Ich weiß noch nicht, ob das wirklich daran liegt. Ich muss einfach mal nach der Aufnahme jetzt hier den Rechner neu starten, beziehungsweise das Spiel neu starten. Vielleicht kann es irgendwie daran liegen. Und ich würde auch sagen, wir können theoretisch auch mal langsam anfangen, hier vielleicht reinzubauen.
einfach, dass hier der ganze Bereich mal ausgeschachtet wird. Ich hoffe, da kommt irgendwie nicht die Decke runter oder sonstiges, je nachdem, wenn wir den ganzen Berg aushöhlen. Das wäre extrem ungünstig. So, Zellien muss leider noch in einer Gemeinschaftszelle schlafen, sag ich mal. Ja, man hat es schon wieder gesehen hier gerade. So ein bisschen das Ruckeln. Naja, wir gucken mal. Verarbeitet Felsbrocken. Nein, du kannst schon mal hier die Pistole tragen und du kannst ebenfalls arbeiten. Nee, Freundchen, du kannst mal noch nicht ins Bett. Du trägst erstmal hier die... Ja, die hat nur noch 4,3%, ist natürlich nicht so wirklich viel. Du kannst vielleicht mal den Helm tragen. Und Zellien, da du ja Nahkämpfer bist oder Nahkämpferin, kannst du hier mal das Schild nehmen. Musst du jetzt... Was Hochzeit steht an? Daya hat den Heiratsantrag von Ryu angenommen. Irgendwann in den kommenden Tagen oder Jahreszeiten werden sie ihre Hochzeitszeremonie abhalten und alle Kolonisten dazu einladen. Überleg dir einen Hochzeitsplatz aufzustellen. Überleg dir einen Hochzeitsplatz aufzustellen, wenn du kontrollieren willst, wo die Zeremonie stattfindet. Das können wir vielleicht machen. Wahrscheinlich bei Vergnügen. Habe ich denn überhaupt irgendwo was Diverses? Hier, Hochzeitsplatz. Definiere einen Ort, an dem Hochzeitszeremonien abgehalten werden. Zuschauer können von jeder Seite aus zuschauen. Ich gucke mal ganz kurz, was brauchen wir denn? Armaturen 0, Haltbarkeit. Wie groß ist der Ort? Der ist ja relativ klein, sehr schön. Vielleicht eine schöne Kulisse. Wobei das alles hier irgendwie so ein bisschen schade ist. Außerhalb der Base möchte ich es natürlich auch nicht machen. Hier vielleicht gerade mal so eben. Sieht alles scheiße aus, muss ich sagen. Ach, vielleicht direkt hier bei den Gräbern. Einmal hier so direkt auf dem Friedhof oder sowas. Haben wir jetzt hier in die Ecke. Einmal, dass wir unten ein bisschen feiern können. Das lässt mir zumindest die Option, zu sagen, wo sie denn rumturnen. Wenn sie gerade beim Überfall draußen vor der Base rumrennen und halt die Zeremonie abhalten, das wäre extrem uncool. So, Red hat hier auf jeden Fall schon ein Bett zu stehen und ihm geht's offensichtlich ganz gut, relativ gesehen. Außer, dass er natürlich Gefangener ist. Charakter. Was ist denn jetzt? Wildschwein wurde zahm. Ah, sehr schön. Zum Ort springen. Dann können wir auf jeden Fall schon mal Tier zuweisen in den Hof. Und wir haben auf jeden Fall jetzt ein weibliches Wildschwein, nachdem das letzte Jahr leider Gottes gestorben ist, nachdem es eine Fehlgeburt hatte. An einer Infektion quasi. Naja, mal gucken, ob das jetzt hier vielleicht mehr Glück hat. Die Alpakas sind an sich auch schon ganz schön flauschig, aber dann müssen wir natürlich Wachstum Wolle 100%. Das heißt, wir könnten rein theoretisch auch mal irgendwie hier anfangen, Wolle abzuschaben, zu scheren. Haben wir denn jemanden für Tiere? Tierpfleger, Ryu. Für Tiere bräuchte man echt jemanden. Kaori könnte sich drum kümmern, rein theoretisch. Oder Daya. Was macht denn Daya eigentlich sonst so den ganzen Tag? Ich glaube, sie forscht in erster Linie. Was kann denn Red hier eigentlich? Sag mal. Kann der vielleicht mit Tieren umgehen? Charakter Tiere 0. Ja, hervorragend, gut geeignet. Das wird auf jeden Fall die Putze. Damit Zellian sich vielleicht ein bisschen um Bergbau kümmern kann oder andere Sachen. Mal gucken, was kann denn Zellian noch so? Medizin. Bergbau 13. Der Rest ist also im Prinzip ja eher... nicht so geil. Ansonsten nochmal zwei Träger und zwei Putzen. Das ist auch nicht so wild. Könnt ihr auch von mir langweilen, wenn sie auch gerade nichts zu tun haben. Werden wir mal schauen. Ich bin auf jeden Fall schon sehr gespannt, wie es mit der Hochzeit läuft. Also ich freue mich schon drauf. Wir sind ja wahrscheinlich eingeladen. Hoffe ich zumindest mal. Und hier das ganze Zeug müssen wir irgendwie noch wegpacken in die Lagerzone. So, Zellian macht gerade was? Trägt Kartoffeln. Käferbefall. Oh mein Gott, was ist hier los? Das ist natürlich nicht so geil.
Tja, Freunde, ihr müsst wohl leider Gottes mal hier kurz reingehen und mal für Ruhe und Ordnung sorgen. Oh mein Gott, ist denn hier los? Wo ist denn eigentlich Flint hier mit seiner Knarre? Komm mal her, Freundchen. So ein bisschen Rinnballern in die Massen. Oh mein Gott, also sie sind auf alle Fälle schon mal verletzt. Was haben sie denn für Leiden? Biss, Riesenskarabäus am Mund. Okay, ist natürlich nicht so gesund. Beziehungsweise... War das der Mund? Ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, okay. Es war durch den Mund, alles klar. Ich habe es jetzt falsch interpretiert. Hier vorne ist ja im Prinzip das, wo er gebissen wurde. Alles klar. Behandlung nötig. Ja, das haben wir ja schon im Prinzip gelernt. So, die Info ist jetzt quasi nicht neu. Und wir müssen auf jeden Fall zusehen, ob das hier hinten. Insektengelee, alles klar. Was ist das hier? Kolonie. Erweitert sich in 2 Tagen, 5 Stunden. Das heißt, wir müssen auf jeden Fall zusehen, dass wir vorher irgendwie aufräumen. Okay, dann würde ich sagen, können wir gleich das Ding ja kaputt hauen. Und Ryo kann auch mal mitmachen, jetzt wo Links gerettet wurde, gerade Zellien. So richtig geil treffen die natürlich nicht. Aber ich meine, sag mal so, kaputt ist kaputt. Ich weiß gar nicht, wofür braucht man das Insektengelee eigentlich? Gelee als Nahrung von überdimensionierten Insekten gehortet. Es ist süffig, reich und hat eine aufheiternde Wirkung. Aufgrund ihrer einzigartigen biologischen Eigenschaften kann es nahezu jede Kreatur ernähren und es verdirbt nicht. Oh, sehr schön. Ey, Kaori, bitte hier drauf schießen. Was machst du denn hier, sag mal? Du sollst das nicht essen. Okay, sehr schön. Dann können wir das schon mal wieder reaktivieren hier. Ich bin auf jeden Fall auch schon sehr gespannt, wie die Leute hier darauf reagieren werden, wenn sie die neue Räume und sowas bekommen, die hinten ja entstehen sollen. Und ich hoffe mal, dass ich nicht noch mehr Käfer ausgrabe. Das wäre extrem ungünstig, gerade weil jetzt natürlich auch schon einige verletzt sind. Das wäre nicht so toll. Aber das werden wir dann sehen. Ich würde sagen, das sollte erstmal gewesen sein für die Episode. Ich muss mal kurz das Spiel neu starten, beziehungsweise den Rechner neu starten. Mal gucken, was da los ist mit dem kleinen Mikro-Rudern. Ansonsten schon mal danke fürs Reinschauen und bis zum nächsten Mal.